Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es wird mal wieder Zeit, der Bengel hat Langeweile. Ja. Er will basteln. Ja, genau. Und das ist für jeden Malibu-Fahrer eigentlich gut geeignet. Ja. Für jemand noch anders auch? Theoretisch muss man halt sich gucken, je nachdem welches Fahrzeug das ist, ob das klappt oder nicht. Aber für Malibu auf jeden Fall. Da genau ist es auf jeden Fall richtig, genau. Dafür, dass er Best wenn in Class ist, wäre schön gewesen, es wäre von Anfang an dabei gewesen. Aber wir wollen nicht meckern, wir wollen Lösungen schaffen. Dafür habe ich einen Lösungsfinder geheiratet. Mhm. Und wann geht's damit los? Nach dem Intro. Ja, Stefan, jetzt sitzt du unten am Auto. Was hast du eigentlich vor? Es steht zwar im Thumbnail, aber jetzt erklärst du mal, was du eigentlich vorhast. Ja, also in erster Linie soll erstmal dieser Hebel weg. Denn das ist ja ein mechanischer Hebel. Der ist halt dann dafür da, dass wir im Prinzip den Abwasserhahn aufdrehen und der soll elektrisiert werden. So, dazu habe ich mir ein elektrisches Ventil organisiert. Das ist relativ einfach, das gibt es bei Amazon, das ist extra für die Fahrzeuge, für die Camper-Abwasserventile. Die gibt es natürlich auch in größeren, also in verschiedenen Größen und so weiter. Dies hier ist jetzt ein Viertel Zoll und das ist auch die Ausgangsgröße, wie der Malibu hier unter verbaut hat. Zudem wollen wir noch eins machen, es soll das Abwasserrohr nach zur Seite gesetzt werden, weil ich habe jetzt die Faxen dicke jedes Mal da unter mit den... Wie heißt das mit diesen Rohren und so weiter, das zu verlegen, weil meistens ist dieser Auslass doch zur Seite. Also es ist zumindest bei uns hier in der Region so. Und ich habe dann den Vorteil, dass ich hier vorne auch gleich noch einen Schlauch anschließen kann, der dann im Prinzip direkt in einen Abwassergulli rein kann und dann ist das Thema weg. Und das werden wir jetzt heute bauen. Und dann nehmen wir euch mit, wenn ihr Lust habt, bleibt da dran. Und dann fangen wir jetzt erstmal als allererstes an, die Isolierung des Abwassertanks loszuschrauben. Das ist relativ einfach, zeige ich euch, wenn wir da unterm Auto sind. Der erste Step ist relativ einfach. Ihr müsst halt unterm Fahrzeug befindet sich unter dem isolierten Tank, also unter dieser Kunststoffschicht, befinden sich solche flachen Scheiben, wo im Prinzip so eine Muttern dran sind und die müsst ihr alle lösen. Wenn die alle gelöst sind, dann könnt ihr die Pappe sozusagen nach unten ablassen. Kann sein, dass das ein oder andere so ein bisschen vielleicht noch mit Kleber dran ist oder so. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein und dann ein bisschen dran ziehen. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Und dann geht dieser Kasten im Prinzip nach unten. Der wird dann könnt ihr dann nach hinten wegschieben. Dazu müsst ihr aber auch auf die Böcke auffahren, weil sonst reicht das natürlich von der Höhe nicht. Und was jetzt ist, haben wir sozusagen den Abwasserhahn haben wir jetzt dann freigelassen oder freigesetzt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir noch die Heizung da runterkriegen. Und das zeige ich euch gleich unterm Auto. Bis dahin war das schon mal relativ einfach. Jetzt habt ihr den Kugelhahn sozusagen hier in der Hand. Das ist gar keine Riesensache. Also ich glaube, wie viel lange haben wir jetzt gebraucht? Vielleicht
10 Minuten, Viertelstunde mit Drehen, naja klar, dauert immer ein bisschen länger. Das Plastikteil hier hinten, das ist dieser Auslauf, den brauchen wir noch, weil das ist hier nämlich ein DN40-Anschluss und den werden wir nämlich an die Seite bauen, sodass wir hier mit der Seite im Prinzip mit dem Rohr rauskommen, zeigen wir euch. Was wir jetzt hier machen ist, dadurch, dass das hier verschweißt ist und normalerweise mit an diesem Winkel angebaut ist, den Winkel, den wollen wir aber behalten. Weil da werden wir nämlich das Rohr dran befestigen mit einer Schellenfunktion. Das wird allerdings nicht heute stattfinden, weil dazu muss ich nochmal einkaufen, aber das machen wir dann nochmal. Erstmal mit Kabelbindern befestigen. Ja, das geht zur Seite raus, das heißt, ich muss das noch abschrauben und dann kommt der elektrische Hahn daran. Ich habe schon geguckt, das passt auf jeden Fall und wir müssen es natürlich vorher mit Teflonband abdichten. Das ist dieses Weiße hier, das habe ich natürlich auch da und ja, das machen wir jetzt erstmal weiter und dann sägen wir den hier auf. Das heißt, einfach einmal ab den Hahn und im allerschlimmsten Fall, ich säge das so mittig oder so, da kann ich es wieder zusammenschweißen, wenn wir es denn doch wieder irgendwann mal brauchen sollten, was ich nicht von ausgehe, aber wie auch immer. Tja, trottelig darf man auch sein. Ich habe halt eine andere Idee, wie man das schweißt wieder. Zack. Es wäre natürlich von Anfang an so auch gegangen. Ich habe es noch nicht zersägt, ich habe es gleich so gemacht. Also macht es auch so, habt das raus. So, jetzt heißt das, das Teil muss da angeschraubt werden. Ich habe das jetzt mit Teflon hier überall wieder bemacht sozusagen. Gibt so Teflonband, das könnt ihr im Baumarkt ganz normal kaufen. Und ja, dann heißt das jetzt im Prinzip gerade aufschrauben, so dass das natürlich dann auch dicht sein muss, und das ist klar. Das heißt, ihr müsst gucken, wie viel Teflonband ihr raufnehmen müsst, damit es dicht ist. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen schrauben hier. Aber das sieht schon ganz gut aus. So. Ich glaube, das reicht. Ich werde jetzt gucken, dass der Stellmotor, der elektrische Stellmotor Richtung oben hängt. Den habe ich vorher abgeschraubt übrigens. Da gibt es hier ganz normale Schraube, die könnt ihr abnehmen und dann ist das Thema durch. Und jetzt kann man den dann im Prinzip von oben wieder aufstecken. Dann muss ich nur gucken, in welche Richtung. Das sieht wohl in die Richtung ganz gut aus. Und dann heißt das wieder aufschrauben. Ja. Zack. Das war's. Und dann muss natürlich das Teil auch noch dran. Jetzt müsst ihr gucken, ob er daran vorbeikommt hier. Ich habe das vorher schon geguckt. Bei mir war das ganz okay. Ich komme also hier dran vorbei. Nur auch hier muss ich natürlich gucken, dass das schön aufgeschraubt wird. Dass es gerade aufgeschraubt wird. Und dann wird das hier auch reingeschraubt und ja, prinzipiell festgemacht. Ich will, dass die Öffnung hier zur Seite rauskommt. Und zwar in die Richtung, weil wir ja nach hier vorne im Prinzip dieses Rohr legen wollen. Und ja, das können wir jetzt so machen. Und dann kann das hier nach vorne auch schön ablaufen in die Richtung. Dazu müssen wir natürlich noch den Kasten da anpassen, das ist klar. Das mache ich dann gleich noch mit euch zusammen. Und ja, seht zu, dass es ein bisschen Gefälle kriegt. Das muss man halt so mal ein bisschen hier ausprobieren, ausnivellieren. Und dann ist das erste Teil hier schon, ja, zum Thema Elektrisieren oder beziehungsweise das Anmontieren dieses Wasserhahns erledigt. So, die unwissenden Fragen aus dem Hintergrund. Also wenn du das jetzt alles dran hast, also den Motor und alles sowas, wie man ja sieht, musst du ja auch noch die Heizung da wieder verlegen. Genau, die hatte ich eben vergessen. Ist die Frage, das passt dann aber mit dieser Ummantelung, passt das also? Das heißt, du kannst den Motor aufbauen und die Ummantelung passt, würde alles passen? Ja, also du meinst jetzt die Ummantelung, die Abdeckung bzw. die, wie heißt das, die Frostschutz sozusagen. Ja, das passt auf jeden Fall. Und die Heizung muss man halt hier ein bisschen gucken, dass man die dann ein bisschen vielleicht fester dreht oder sowas. Das muss man so ein bisschen ausprobieren, weil die ist natürlich... ein kleines bisschen größer sozusagen, dass das trotzdem noch passt. Das muss man halt so ein bisschen sich gleich hinbasteln sozusagen. Vielleicht noch ein bisschen mit, hier irgendwelchen Panzerband oder sowas dann nochmal festmachen. Das mache ich jetzt in Ruhe und dann zeigen wir euch das gleich nochmal.
Und wie bei jeder Bastelaktion ist es halt so, dass wir was machen müssen. Hier, komm mal her, wo fahren wir denn jetzt hin? In den Baumarkt. Ich brauche noch ein bisschen Kabel und wir haben uns jetzt überlegt, wo der Schalter hinkommt. Das zeigen wir euch auch gleich. Ich glaube, das ist eine ganz gute versteckte Stelle, sodass das gar nicht so auffällt. Also ich meine, auch ins Innenraumkonzept natürlich passt. Und ja, also wir haben brauchen uns, noch mal ein bisschen vernünftiges Kabel. Genau, wir haben uns entschieden, wir machen es nicht vorne ins Armaturenbrett. Das ist uns einfach jetzt zu aufwendig. Vielleicht machen wir das mal irgendwann als Update. Genau, man könnte theoretisch dieses System auch mit dem zweiten Schalter betreiben. Dann kann man halt im Prinzip entweder den einen schalten oder den anderen schalten. Das ist jeweils ein VIP-Schalter und die habe ich auch sowieso doppelt gekauft. Also von daher können wir es vielleicht später nochmal machen. Das schauen wir uns dann an. Genau, aber wir oder sogar komplett App-gesteuert, das würde auch gehen. Soweit sind wir noch nicht. Aber wir haben erstmal einen Plan und jetzt heißt es aber halt alles hinräumen, weil, tja, wenn man nicht alle Sachen hat, dann muss man halt in den Baumarkt. Genau. Und wir hoffen, dass wir nur einmal hin müssen, weil sonst wird es auch heute knapp werden. Ja, das kriegen wir schon hin. So, was haben wir jetzt geholt? Wir haben nochmal Schellen geholt, damit wir das Rohr befestigen können. Eine lange Gewindestange, weil ich die biegen muss. Dann noch ein paar Muttern, weil wir das ja da anschrauben müssen. Kabel, wie es schon gesagt ist, das ist jetzt 1,5 Quadrat. Geht auch ein bisschen weniger, weil die Ansteuerung ist gar nicht so viel. Und nochmal Rohrisolierung, weil wir ja noch ein Rohr nach außen legen wollen, habe ich mir gedacht, das können wir ja auch da reinlegen und dann isolieren. Dann ist es gleich ein bisschen geschützt. Müssen wir mal ausprobieren, wie es funktioniert. Ja, das sollte auf jeden Fall da reinpassen. Das können wir gleich einmal testen. Das sieht gut aus, ist dafür gedacht. Und kann man dann schön einmal isolieren und dann ist das Ganze auch weg sozusagen. Genau, ja, jetzt bauen wir mal weiter. Wir haben die Heizung ja drum gehabt, wir waren einkaufen. Was wir jetzt im Prinzip gemacht haben, ist einmal durchgebohrt. Das zeigt der Marcel mal, blendet euch das ein. Und wir haben dann die Kabel durchgeschoben sozusagen und ich habe einen Funktionstest gemacht. Funktioniert soweit, alles gut. Was ich jetzt mache ist, jetzt zeichne ich mir das an, wo im Endeffekt der Auslass sein muss. Und dann werden wir den Tank da auch wieder untersetzen. Und wenn der Tank dann drunter ist, ja, dann heißt das im Prinzip hier das Rohr anbauen mit der Isolierung. Und wenn das fertig ist, dann werden wir drin weitermachen. Aber vorher müssen wir erstmal das hier außen fertig bauen. Wir haben jetzt sozusagen hier an der Seite ein Loch gebohrt, wo dann im Prinzip der neue Auslass kommt. Mit einem 67er Lochbohrer. Und ich kann sagen, dass der 67er passt genau in die alte Öffnung, da könnt ihr im Prinzip die Isolierung, die ihr da rausgenommen habt, da reinsetzen und dann könnt ihr, jetzt eine Mücke hier, könnt ihr im Endeffekt mit Gaffertape das schön gerade überkleben und dann ist das Thema auch durch, dann ist es kein Problem mehr. Die Außenarbeiten, würde ich doch behaupten, sind jetzt durch, oder? Die sind durch, genau. Ja, wenn wir jetzt nicht noch extra in die Stadt gewesen wären, also wegen dem Material, was man dann noch so braucht und dann noch eine Stunde verdaddelt dadurch hat, wäre das auch schneller gegangen. Alles gut. Der Schalter muss natürlich jetzt noch rein, das werden wir jetzt beginnen. Na, erstmal musst du erklären, was du jetzt eigentlich die letzte Zeit gemacht hast, ne? Weil das letzte, was du gemacht hast, war die Isolierung wieder drauf zu machen und genau, die Isolierung ist wieder drauf unterm Tank. Dann habe ich von der Seite ein Loch gebohrt, das habe ich erklärt und dann habe ich im Endeffekt den Stopfen von unten drunter genommen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist im Endeffekt das Rohr eingesteckt, die Halterung außen gebaut, so eine kleine, einfach die
die, wie heißt das, die Gewindestange einmal zum 90-Grad-Winkel gebogen, weil das gibt's nicht oder gab's so nicht zu kaufen im Baumarkt. Also wenn ihr sowas kriegt, nimmt so sowas natürlich. Ist genau, ist besser. Und ansonsten dann habe ich im Prinzip das Rohr dann da dran befestigt mit der Rohrschelle und dann die Isolierung da drüber gepackt, sozusagen. Also vorher Isolierung drüber gepackt und dann im Prinzip zusammengefügt. Ja, das ging ganz gut. Und das, du hast ja wieder mal ein Loch in dieses Auto gemacht. Ja, wie immer. Was hast du noch gemacht? Karosserie, das habe ich natürlich versiegelt mit einem Dichtmittel. Also es gibt so Dichtmittel und das habe ich damit gemacht. Und ja, genau. Das heißt, Buggy ist wieder ganz dicht. Buggy ist jetzt wieder ganz dicht, komplett. So, jetzt wollen wir diesen Schalter verbauen. Und da haben wir eine, also habe ich ja mal entschieden, wo wir das hinmachen. Ja, finde ich gut. Ist, wie gesagt, keine Sache, wie gesagt, im Fahrerhaus, aber es ist eine Sache, wo man halt von innen rankommen will. Und das ist das Einzige, was wir jetzt erstmal wollten, dass wir von innen... Genau, und das Fahrerhaus, vielleicht machen wir es später nochmal, das gucken wir mal. Ich habe eigentlich eher vor, das zu digitalisieren, aber das ist dann einfacher später. Dann haben wir einen versteckten Schalter, wo man sagen kann, was ist der denn? Das kannst du dann beides nutzen. Auch im Prinzip, wenn du das Digital dann sozusagen mal nicht funktioniert, weil dieses Komponente vielleicht kaputt ist, kannst du dann trotzdem noch mit dem Schalter das Ding entriegeln. Und das zeigt Stefan euch jetzt. Also nicht das Digital, sondern das Manuelle. Mit dem Schalter, genau. So, den Schalter bauen wir jetzt hier an diese Seite versteckt ran. Und ich mache mir jetzt im Prinzip hier Markierungen, wie breit der Schalter ist. Ja. Da muss ich mir das gleich anzeichnen. Dann werde ich da gleich dieses Format einmal sozusagen anzeichnen. Ja, und dann so einmal. Und dann muss ich halt genau an den Stellen einmal eckig das Ganze aussägen. Beziehungsweise wir bohren das erstmal, setzen überall Bohrungen rein und dann werde ich mit der Feile das glatt feilen und dann wird das hoffentlich gehen. Muss ich ausprobieren. Sollte aber eigentlich funktionieren. Jetzt müsst ihr natürlich gucken, ob das hinten nicht zu weit drin ist. Das heißt, schaut, ob ihr da hinten Platz habt. Ich sehe ja. Für mich sieht das gut aus. Ich werde das gleich nochmal messen. Sicher ist sicher. Und dann heißt das da einmal eckig das einzeichnen und dann im Prinzip ja, ausbohren. Neuer Tag. Neues Glück, sagt man so schön. Genau. Im Endeffekt geht es aber heute nur noch darum, eine Schublade einzupacken, weil alles andere... Ja, haben wir jetzt gestern im Prinzip ja eingebaut. Ja, das habt ihr bis gestern gesehen, alles, was wir so am Bilder hatten. Und jetzt gehen wir noch in die Detailtiefe, weil wir haben ja... Stefan muss mal die Kamera, glaube ich, fabrizieren hier. Ich muss die mal nehmen, genau. Genau, wir haben hier unten... Jetzt muss ich erstmal kurz das Stativ hier weiter runter machen. So. Hier ist der Schalter, hier haben wir verbaut, weil da fällt der partout nicht auf. Genau, die Schublade kann sich ranschließen, die schließt sich so schräg ran und dann ist der auch überhaupt gar nicht im Wege und das ist echt super, also gelöst. Genau, und dann hast du unten die Kabel langgelegt. Also eigentlich wollten wir sie durch die andere Öffnung mit haben, wo die ganzen anderen Kabel waren. Ne? Ich habe sie dann hier oben in dem Kabelkanal mit weiter rübergelegt und zwar in den Kasten rein. Da ist ja der Mülleimer dahinter. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da hinten in der Ecke, da liegt jetzt ein Kabel sozusagen und ansonsten ist das oberhalb, dass es einmal rüber geht, aber es stört beim Mülleimer überhaupt nicht. Angeschlossen habe ich hier an der Masse, da war ein schwarzes Kabel, was Masse war und dann bin ich in einen Schalter rein und zwar ist das im Moment jetzt geschaltet, das Ganze. Das heißt, wenn das Licht nicht funktioniert, dann geht dieser Schalter hier auch nicht und das ist jetzt auch aktuell so. Das heißt, wir haben keinen Strom drauf. Wir könnten natürlich auch den Strom von dem anderen Schalter nehmen, dann hättet ihr Dauerplus da drauf und dann würde das Ganze auch funktionieren, wenn ihr sozusagen immer den Dauerstrom drauf haben wollt, wenn ihr den immer benutzen wollt, ohne dass ihr das Panel einschaltet. Für uns war es erstmal so, wir wollten es erstmal gucken, ausprobieren, haben wir gesagt, wenn nicht, klemme ich es später nochmal um. Das ist ganz einfach, da ist eine Litze drauf, fertig. Jo, ansonsten ist jetzt im Prinzip das draußen. Das kann, glaube ich, der Marcel mal zeigen.
wie das jetzt alles aussieht. Ich mache jetzt mal hier das Licht an oder beziehungsweise den Strom wieder an. Genau, ihr seht das jetzt einfach, das ist das neue Rohr, halt mit Isolierung und wie gesagt, wenn man den Schalter anmacht. Genau, ich weiß nicht, ob wir ein Mikrofon da ranhalten wollen, wahrscheinlich schon. Nimmst du deins? Gut. Dann macht der Marcel jetzt das Mikrofon mal da dran. Und ja, ich würde mal von der anderen Seite das so machen, dass ich hier einfach mal eine Videoaufnahme mache. Ja, und dann geht das jetzt los. Dauert halt einen Moment, bis es auf ist. Und da läuft das auch ordentlich. Und zu ist es genauso. Dauert dann ein Momentchen. Und dann ist das Ganze wieder aus. Den Schalter, den kann man halt wieder auf Nullstellung bringen, so dass da halt auch dann nichts rauskommt. Da ist man doch gerade fertig mit dem Videoschneiden, was ihr gerade seht. Jetzt habe ich wirklich das Déjà-vu aus Spaceballs. Wir sind jetzt im Jetzt, wir machen das schon wieder. Und in dem Moment fängt der Typ da drüben an zu basteln. Ja, natürlich. Du hattest es ja gesagt. Und deshalb nicht wundern, ihr bekommt jetzt eigentlich eine Abschlussszene. Das eigentliche Video ist zu Ende. Aber es gibt ein Upgrade. Und da solltet ihr dranbleiben. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Das Ding ist Vergangenheit. Das kommt jetzt in die Reserveschublade. Genau, falls jemand Interesse dafür hat, damit erschlagen zu werden, bitte nicht bei uns melden. Wir haben dazu kein Interesse. Aber wie gesagt, wenn man sich überlegt, was es im Endeffekt alles gekostet hat. Was hat der Stellmotor gekostet? Ach ja, ich glaube 53 oder 56 Euro sowas um den Dreh. Also ja, gar nicht so teuer. So und wenn gut. Wir jetzt die ganze Kabellage angucken, ja, wir reden davon knappen. Also maximal 100 Euro. Und das ist schon hochgerechnet. Also wir sind mal für 119,99. Wieso 119,99? Weil ich sagen kann. Ach so. Kann man sowas haben. Und wenn man sich überlegt, das ist die Alternative und mittig, wo man sagen kann, und das kann man machen, für ein Best Van in Class kann ich nur hoffen, dass Malibu von alleine auf die Idee kommt, das mit anzubauen. Das ist nicht so schwierig und ja, gerade in der Grundkonfiguration. Vielleicht machen sie es, wir sind gespannt. Wenn nicht, ihr könnt es auf jeden Fall nachmachen. Es ist wirklich sehr einfach, wenn man ein bisschen technisches Geschick hat. Ja, und selbst wenn ihr keinen elektrischen Motor einbaut, sondern einfach nur das Rohr zur Seite legt, ist es auch gar kein Problem. Geht genauso. Das ist ja das größte Problem, was viele haben. Und damit das geht sehr einfach. Was will man mehr? Ja, das soll es wieder gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten euch Malibunesen wieder was Wunderbares zeigen. Wie gesagt, das ist dann das goldene, nee, das ist Messing, ne? Das, der messingene ja, Stab. Stefan wird zum Dingsums gemacht, zum elektrischen Abwasserentsorger. Und damit würde ich sagen, bleibt ihr uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, und da ist das Video halt nicht zu Ende. Weil, das hattest du gesagt, ich habe ja gesehen, wo der Schalter innen angebracht ist. Das ist unser Notfallschalter. Oder eigentlich war es der Schalter, damit wollten wir es arbeiten. Genau eine Tour hat es gedauert. Ja. Und jetzt sind wir schon wieder bei der zweiten Tour. Und ich habe schon wieder ein bisschen was verbessert. Und ja, ich bin da so gerne so einer, der da gerne elektronisch das von der Ferne aus steuert. Du bist John Pütz aus der Hobbythek. Und ja, wir haben da so ein kleines bisschen was programmiert noch zusätzlich. Also wir nutzen hier Shellys, um die Steuerung für diese Regelung da sozusagen zu haben. Und wir haben da noch ein bisschen was programmiert, dass das theoretisch auch mit einem Sprachbefehl geht. Und das mache ich jetzt mal, ne? Ja, mach mal, was du jetzt da programmiert hast. Hey Siri, Abwasser auf. Okay. Und los geht's. Sie sagt, okay, mal sehen, ob es aufgeht und ob was rauskommt. Nanu? Ich würde mal sagen, das Abwasser läuft. Mal gut, dass wir da eine Schale drunter haben. Ja, ne? Also, das wäre sonst blöde. Ja. Soll ich das hier dazu machen? Ja. Weil das hier, hey Siri, Abwasser zu. Sie sagt, erledigt. Mal sehen, ob das klappt.
Na sowas. Und schon geht's wieder zu. Was für eine Technik. Also genau damit hat er das gemacht. Er wollte es Smart Home fähig machen. Er kennt es ja von den Grand Californias. Genau. Eine Sache werden wir euch auch nochmal zeigen. Wir können das Ganze auch über das Apple CarPlay steuern. Also das werden wir euch mal ganz kurz einblenden. Also ein Bild davon. Und das ist halt auch ganz schön, dass du halt in Apple CarPlay gehen kannst und dann auf das Knöpfchen drücken kannst, wenn du beim Fahren dann halt bist zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, die Sprachsteuerung ist noch viel schöner. Ich finde es irgendwie cool. Wobei ich glaube, beim Fahren machst du natürlich das nicht auf. Nein, ich meinte jetzt, man fährt ja an so ein Dingens ran, passt es nicht. Und dann drückst du halt drauf, guckst, ah ja, passt. Oder fährst halt noch ein Stückchen vor oder wieder zurück oder was auch immer. Und das ist das Schöne daran. Das ist das, warum wir das eigentlich gemacht haben. Genau. Das ganze Funktionalität mit diesen Shellys, das gibt es irgendwann mal. Ja. Also da müsst ihr wirklich warten. Da werden wir euch das, weil er will noch ein bisschen was ausprobieren, austesten, wenn wir das dann insgesamt haben. Ja. Dann werden wir wahrscheinlich ein Video drehen. Aber wo wir gerade dabei waren, ich habe gerendert. Ich wollte es gerade hochladen, dieses Video. Da habe ich dir den Strich durch die Rechnung und dann gemacht. War der damit fertig. Aber das ist doch nicht sein Ernst. Und dann wollte ich das natürlich, dass ihr das auch in diesem Video seht. Ja. Und jetzt ist wirklich vorbei, Schluss aus Ende. Bleibt uns gewogen, bleibt immer Abwassertank leer mäßig. Mhm. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video, obwohl wir es schon mal gesagt haben auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.